Nee. How deep is your love? So, auf zum letzten Arbeitstag vor dem Urlaub. Yeah. Erfahrungsgemäß ist der letzte Tag vom Urlaub immer scheiße. Meistens ficken sie ihn dann immer richtig und man ist immer richtig dran. Naja, mal schauen, lass uns überraschen. Nun zeige ich euch mal, wo das Problem bei Vlog Nummer 57 vom 8.10. jetzt lag, dass das nicht online ist. Dazu muss ich erstmal erklären, ich arbeite mit Final Cut Pro und habe einen normalerweise einen Workflow für meine Auftragsarbeiten, für Videos, die ich für Unternehmen oder so mache. Und der unterscheidet sich ein bisschen von, Entschuldigung, und der unterscheidet sich von dem Workflow, den ich für die Vlogs benutze. Wenn ich Auftragsarbeiten habe, importiere ich die ganzen Videoschnipseldateien, alle Szenen, die ich aufgenommen habe, erstmal auf eine externe Festplatte. Und zusätzlich noch auf eine zweite externe Festplatte. Nur falls irgendwas abbraucht beim Bearbeiten, dass ich immer ein Backup habe. Meistens, wenn es geht und es sich anbietet, lasse ich alle Dateien auch noch auf den Speicherkarten, bis ich alles bearbeitet habe. Also nur, um wirklich safe zu sein, dass da nichts passieren kann und ich nicht irgendwie was verliere, ohne Backup zu haben. Also Backup ist immer wichtig. Beim Vlog arbeite ich ein bisschen anders. Da ich da nun täglich aufnehme, dementsprechend mehr Videodateien anfallen. Ja, naja, also selbst wenn das Video für die Auftragsarbeiten fertig ist, hebe ich die Videodateien, die Schnipseldateien immer noch auf. Man weiß nie, ne? Für später. Und zwar in der Regel ein halbes Jahr ungefähr. Ja, das kommt darauf an, wie das im Vertrag auch festgehalten wird. Also Standard ist, dass ich das ein halbes Jahr aufhebe, danach lösche ich erst, wenn ich den Platz brauche. Also bei dem Vlog ist es ein bisschen anders, wie gesagt, da hebe ich die Dateien nicht auf. Wenn das Vlog geschnitten ist, wenn das Vlog veröffentlicht ist, fliegt das alles weg. Und bisher war das auch so. So, jetzt baue ich hier mal um. Das ist also der Bearbeitungsbildschirm vom Final Cut, beziehungsweise den Pop-Bildschirm. Ich zeige euch mal ganz kurz, ich mache das hier mal ganz kurz zu. Das ist der Bearbeitungsbildschirm. Hier unten hat man die Timeline, in der man alles aufbaut und dann zeigt. So. Und wie gesagt, beim Vlog ist es ein bisschen anders. Bei den Auftragsarbeiten gehe ich hier unten links, da, hier, auf Importieren. Sucht dann hier die Festplatte, die angeschlossen ist, jetzt momentan keine, also die externe Festplatte, die angeschlossen ist, sucht die Dateien hier raus, sagt, wo sie hier dazugefügt werden sollen im Ereignis, was mit den Dateien passieren soll, und zwar wähle ich dann aus Dateien am ursprünglichen Ort lassen. Ja, das heißt, die Dateien, die ich jetzt bearbeiten werde, bleiben auf der externen Festplatte. Sagt dann nochmal optimierte Medien erstellen und Proxy-Medien erstellen. Das bedeutet, dass er die Dateien für die Bearbeitung in Final Cut optimiert und somit das Bearbeiten schneller ist. Normalerweise hat der Rechner genug Power, dass er das auch so schaffen sollte. Meistens mache ich das, je nachdem wie groß die Dateien sind. Wenn es eine kurze Schnipsel sind, mache ich es nicht. Wenn es ziemlich lange Aufnahmen sind, dann mache ich das meistens, weil es sich dann ein bisschen besser bearbeitet. Und wie gesagt, er lässt die Dateien auf der externen Festplatte, erstellt nur einen Verweis in Final Cut zu dem File auf der Festplatte. Im Vlog mache ich es so, dass ich hier oben die Kameras am Rechner angeschlossen habe. Hier oben sind dann die Kameras aufgeführt. Also in dem Fall wäre das ein iPhone und GoPro meistens. Und klickt dann hier die Kamera an und sucht dann hier die Dateien raus, die ich brauche. Wähle hier das entsprechende Ereignis aus und wähle hier aus in Mediathek kopieren. Das heißt, er kopiert die Dateien von der Kamera auf den Rechner. Dann bearbeite ich das Vlog, schneide das,
veröffentliche es und schmeiße die Dateien raus. Würde ich das bei den Auftragsarbeiten genauso machen, würden die Dateien auf der externen Festplatte sein und nochmal eine Kopie angelegt werden in dem Ordner, wo ich meine Dateien sammle für Final Cut. Das wäre Quatsch, weil es halt nur Speicherplatz kostet und ich lasse sie dann eh auf der externen Festplatte, wie gesagt. Im Vlog mache ich das halt anders, weil ich bisher dachte, okay, die Dateien schmeißt du danach eh wieder weg, die sammelt sie nicht. Das, da würden ja auch Unmengen an Daten zusammenkommen, wenn man sich überlegt, so ein Vlog hat fertig bearbeitet ungefähr ein Gigabyte an Größe. Kommt auch immer ein bisschen darauf an, als was ich das exportiere. Aber geh mal vom Gigabyte aus, dann hast du nach 30 Tagen schon 30 Gigabyte. 30 Gigabyte Platz verschwenden für so Vlogs, habe ich gedacht, brauchst du nicht. Quatsch. Ne, also ich muss den Speicherplatz ja nicht unnötig belegen. Nun habe ich also für Vlog 57 die Dateien hier von der Kamera importiert in meine Mediathek auf die Festplatte, allerdings auf die Festplatte vom Mac. Anscheinend hat er aber nicht alle Dateien wirklich kopiert, sondern er hat mit den Dateien auf der Kamera gearbeitet. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Als ich dann alles fertig bearbeitet habe, wollte ich auf Exportieren gehen und dann sagte er, nee, geht nicht. Einige Dateien sind mit der Kamera noch verknüpft und dann kann er nicht exportieren. Dann sagt er also, nee, geht nicht. Einige Dateien sind noch mit der Kamera verknüpft und dann kann er nicht exportieren. Gut, dachte ich, importierst die Files nochmal, verknüpfst sie irgendwie neu. Aber ja, ging alles nicht. Final Cut wollte ich nicht mehr nochmal importieren, hat gesagt, die sind ja da, warum soll ich die nochmal importieren? Ja, ich habe alles mögliche probiert, aber habe irgendwie keine Lösung gefunden, es ging irgendwie nicht. So. Deshalb werde ich es demnächst auch so machen, wie bei den Auftragsarbeiten. Das heißt, ich werde die Dateien alle erst von der Kamera auf die Festplatte importieren und erst dann Final Cut sagen, hier sind die Dateien, nehmen diese, erstellen Verweis, fertig. Ich muss mir noch eine neue externe Festplatte kaufen und dann werde ich es wahrscheinlich auch so machen, dass ich alle Dateien dann auch aufhebe. Das heißt, ich lade von der Kamera erst die Dateien runter auf diese externe Festplatte, sage dann Final Cut, hier ist die Festplatte, da sind Dateien drauf, erstelle einen Verweis dazu und wir bearbeiten das jetzt. Und dann werde ich wohl die ganzen Videoschnipsel auch aufheben, wenn ich es eh schon so machen muss. Wer weiß, für was es nochmal gut ist. Also eigentlich für nichts, aber manchmal hat man halt auch mal so einen lustigen Tag. Und externe Festplatten sammeln sich ja sowieso schon zu Hause an ohne Ende. Warum nicht noch mehr? Ja, aber was der Final Cut für ein Problem hatte, keine Ahnung. Und so wie es aussieht, werde ich Vlog Nummer 57 vom 8. nochmal schneiden müssen. Keine Ahnung, ich habe jetzt die Dateien erstmal auf die Festplatte nochmal importiert und dann muss ich mal schauen, ob ich da eine Lösung finde, dass ich nicht nochmal schneiden muss oder wirklich nochmal anfangen muss mit Schneiden. Wäre ein bisschen ärgerlich, aber ich würde mich mehr ärgern, wenn ich das nicht mehr veröffentlichen kann. Also wird es dann wohl so laufen. Gut, das war das Problem. Ja, und jetzt muss ich mich beeilen. Unter die Dusche mit dem Hund nochmal raus und dann zur Arbeit. 12 Uhr Dienst heute, aber letzter Tag. Morgen geht's in den Uckermark. Urlaub, yes. Und ja. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Tschüss. Habe ich mir eigentlich Notizen gemacht? Ich habe mir da irgendwas notiert, worüber ich sprechen konnte. Ah ja, hier.